Yo, herzlich willkommen. Hier spricht euer Mr. Confuse und wir sind hier wieder bei The Crooked Man. Hier runter, hier sind wir gerade durch, dank dem Pin, den wir letzte Runde gefunden haben. Hier können wir nicht runter und deswegen gehen wir nach oben aufs Dach. Oder auch nicht. Wo kommen wir denn hier rein? It's blocked, you, so you can't get out. Okay. Wir können also nur noch weiter nach oben. Au, ein Feuerlöscher. Hey, yo. A large dryer holds the door. Handles tight. Okay. Not even pliers could not cut this. Not that I have any tools. What I can do about this? Können wir mit unserem Hammer? Haben wir den Hammer noch? Nein, wir haben den Hammer nicht mehr. Okay, hier können wir an so nicht rein. Und hier können wir nicht durch. Hier können wir nicht runter. Also müssen wir doch weiter suchen, was hat uns das jetzt gebracht? Nothing. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Das haben wir ja eh nichts Besseres zu tun. Ich meine, immer noch diese eklige Babyfötus. Das kann man den nicht wegtun. Wir könnten eine Knochensäge gebrauchen. Damit dürften wir doch das durchtrennen können. Also mit so einer Knochensäge müsste man doch eigentlich so ein Wire durchtrennen können. Also so ein Rohr. Ich meine, man tut damit Knochen zersägen und Knochen halten ja schon ein little bit was aus. The keyhole is painted over. The keyhole is painted over. Hier drin waren wir ja. Ich denke, hier finden wir keine Knochensäge. Oder sowas in der Art. Hier hat sie eh nichts verändert. Und hier hat sie einiges verändert. Können wir immer noch nicht aufmachen. Okay. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Jo. Dum, 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 dum. Können wir wieder in die Toilette rein? It's locked. It busted. Okay. Ist hier eine Knochensäge? Vielleicht. Rarest medical equipment. What's this stuff? Na, da. Schade. Aber da liegen doch Knochensägen. Mann! Sprich das an und nimm es! Bla 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 bla. The bedroom is busted. Haben wir hier irgendwie eine Knochensäge oder sowas in der Art rumfliegen? Nein. Und ich denke mal, hier kommen wir auch noch nicht rein. Der Keyhole ist painted over. Es heißt, painted over heißt auch übermalt, um Gottes Willen. Kratze es ab und mach's uff. It's locked. It won't open. Ja, Medicine Room. Jo, bei mir wollte gerade jemand ins Zimmer rein, aber ich weiß nicht wer. Keine Ahnung. Die können von mir aus gerne reinkommen. Ich habe damit eigentlich kein Problem, solange man hier nicht 10-mal durchrennt und wieder rausrennt und wieder durchrennt und wieder rausrennt und wieder reinrennt und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Ist hier noch was Hübsches? Nein. Wir haben nichts, was wir gebrauchen können, soweit ich weiß. Wir haben FP-Bear, ein AP-Pixel. Ein Hiding Paper, ein Paper Scrub, ein Paper with Atras 2, eine Note Scrub 4, ein blutigen Schlüssel, wo ich immer noch nicht, ja, geh weg. Ein blutigen Schlüssel, wo ich immer noch nicht weiß, wofür wir ihn brauchen. Ich habe echt keine Ahnung. I have no idea. Ich würde sagen, wir klappern hier jetzt einfach nochmal alles ab. Ich meine, was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Okay, ich war gerade kurz davor zu niesen. Tut mir echt leid, tut mir echt leid. Jetzt sind die blöden Pollenschnupfen. Pollenschnupfen, Pollenschnupfen, Pollenschnupfen. Nein, die blöden Pollen. Tut mir leid, ich habe nichts gegen Pollen. Ich meine die blöden Pollen. Tut mir leid. Okay. Jo, Dum, 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 dum. Hier hat sich immer noch nichts verändert. Hier ist immer noch Blut im Flur.
Ein dreckiges Bett. Ein sauberes Bett. Ein angeblutetes Bett. Wobei, mein Bett sah nach meiner letzten OP auch so aus. Alter, weil die meinen, ihre Narben sind noch etwas blutunterlaufen. Ja, nee, ist klar, dass sie blutunterlaufen sind und Blut, alles blutverschmiert ist, wenn man 3 Tage in einem vollgebluteten Bett liegt. Sag mal, ich hab mich gerade nicht aufgeregt. Nein, das Dorf bin boostet, der Dorf bin boostet. Boostet, boostet, boostet. Okay. Bin boostet. Ist auch boostet. Ist boostet. Hier hat sich auch nichts verändert. Vielleicht können wir da was für den Jungen zu trinken holen. Das ist denn so. Nö, gibt's nichts zu saufen. Hier haben wir immer noch das hässliche Buch liegen. Blablabla. Blablabla. Okay, hier können wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Da drüben müssten die toten Babykatzen und die Katze liegen. Was sagt Fluffy eigentlich dazu, wenn er sieht das? So, Mensch, ist being cut open. Der wird witzig. Fluffy, poor little kitty. Ah, don't look, Fluffy. Sorry for taking you here. Okay, sorry. Oh Mann. Der Junge hat einen blutverschmierten, crookedten Mann gesehen. Da wird das ihn doch wohl jetzt nicht mehr schocken. Okay, immer noch nichts. Ist zu. Ist auch zu. Ist auch zu. Ist auch zu. Langweilig. Hat sich hier irgendwie was noch verändert? Der Pissfleck ist noch da. Was meint er dazu? Some kind of dried fluid might warm it. Fluffy, Ilke. Yeah, Ilke. Is right. Ist hier noch irgendwie was im Bett? Hat sich da jemand eingeschissen? A trap bed. A draw is empty. Sollen wir den Stuhl vielleicht mitnehmen? Zu. Haben wir geöffnet. Hat sich nichts verändert. Vielleicht hängt hier noch was anderes rum. Bla bla bla. Es postet ab. Hier hat sich auch nichts verändert. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist immer noch dasselbe. Ich denke hier auch noch. Und hier wird auch noch dasselbe sein. Genauso wie hier wird auch noch dasselbe sein. Oh mein Gott, und was wird hier wohl sein? Dasselbe. Und was wird hier wohl sein? Immer noch dasselbe. Und der Aufzug ist immer noch hässlich. Nothing left here. Okay. It seemed all busted. Bla bla bla. Fick bla blub. Nibli bli. Nibli 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 di. Den Wire können wir da oben natürlich nicht durchschneiden, weil die Pipe, weil wir nichts zum Durchschneiden einer Pipe haben. Sehr gut. Ich sehe schon, ich werde wieder tagelang wunderbar vorankommen. Cablet ist locked, ist nix drinne, ist nix, nix, nix. Den Hammer haben wir anscheinend geschrottet. Hier hat sich auch nichts groß verändert. Der Safe ist immer noch geschlossen, oder? Locked Safe. Können wir da vielleicht unseren blutigen Schlüssel für benutzen? Locked Safe? Nein, können wir nicht dafür benutzen. Können wir den coolen Stuhl mitnehmen? Nein, können wir nicht. Und ich wette mit dir, wenn wir das Teil ansprechen, können wir auch noch nichts anderes machen. Nein, können wir nicht. Well, I shouldn't get all 6 pieces. Fick dich, die Wonnen. Das ist immer noch kaputt. The bedroom, bla, fick, bums, fick, bla, bums, fick. Hier unten hat sich, glaube ich, auch noch nichts verändert. It's locked. Ist vielleicht irgendwas an dem Bett? A stretcher. Ah, da drin wird man gestretched. Habe ich hier auch mal gemacht. Ich meine, die Größe hat es enorm verbessert. Ja. Ja, immer diese Stretchereien hier. A keyhole is painted over. And. It wanted open. It wanted open. Open, open, open. Ah, hier kann. Oh Gott. Ich wette mit euch, die Aufgabe ist so einfach und so behindert leicht und ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Warum hat der Sp Bastig eigentlich den Hammer liegen gelassen, der blöde Bob.
Wo hast du den Hammer hin, du Bob? Alter, liegt hier irgendwas in der Schüssel, wo er reingeschissen hat? N Oh, hi, Mr. Buck. Yay, really, Bucks, bla bla bla. Ist hier vielleicht noch was? Find die Platte, ja? Yeah? Bla bla bla, not right now. A pretty yellow smells well. Stinky. Yeah, it reeks. Somehow affected it work. Really thirsty, nein, ist giftig. Bla bla bla. Really thirsty, nein, ist immer noch giftig. Hier mal nochmal auf die Frauentoilette, vielleicht hat sich hier nochmal was verändert. Somehow fuck it forward, bla bla bla. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ist vielleicht irgendwas in der Toilette, bei den Frauen weiß man ja nie. Ich finde das eh krass, irgendwie. Ich verstehe es nicht, warum. Frauentoiletten riecht man von Weitem. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass die eigentlich viel verschmutzteren Männertoiletten, die also die, wo eigentlich viel verschmutzter hätten sein müssen, irgendwie nicht so streng riechen. Ja. Ich glaube, jetzt werden mich ein paar Frauen hassen. Warum kann ich nicht einfach meine Fresse halten? Ich meine, das wäre für mich vielleicht ab und zu besser. Nee, aber es ist ja wirklich so, gerade in der Schule merkt man das oft, weil ich weiß nicht, was die Mädchen da teilweise für Schweinereien drin machen. Ich will es ganz ehrlich auch teilweise nicht wissen. Jo, Emergency stays overpainted, fick bla ficken. Blick, ich wette, ihr dachtet gerade, ich hätte einen Tonfehler. Ich hatte bloß gerade einfach einen spastischen Anfall. Ja, bin ich nicht toll. Ja, oh, verändert sich irgendwas? Yo, no. Können wir mit dem Feuerlöscher was machen? Können wir hier. The large wire holds the door. Handles tight. Wir brauchen irgendwas zum Zerschneiden. Not even Blairs couldn't cut this. Not I have any of those. What I can do about this? Wir könnten den Junge durchs Fenster schieben. Wir könnten unser Feuerzeug nehmen und es durchbrennen. Wir könnten einen blutigen Kerl reinstopfen. Man wird hier hochgewülcht. Man wird echt hier hochgewülcht. Ohne eine Antwort auf irgendwas wird man hier hochgewülcht. Ich will da jetzt runter. Nee, wir brauchen irgendwie was zum Draht zerschneiden. Bla bla bla. Und woher sollen wir was zum Draht schneiden bekommen? Ist hier was zum Draht schneiden? Piece of Metal, Lily. Quibblement. A Trashcan. In der Folge haben wir ja so viel erreicht. Ja, zu viel erreicht. Ich meine, wir haben über Müll geredet und haben so viel erreicht dabei. Können wir den Aufzug nicht irgendwo aufmachen? Wir sind jetzt im dritten Stock. Im vierten Stock ging es auch nicht. Dann versuchen wir es im zweiten Stock jetzt einfach mal. It's won't open. Wie klar war mir das? Liegt hier irgendwo eine Schere oder ein Skalpell oder so ein FIFA-Fick? Das ist Gerport on the card. Ja, komm, nimm doch so ein Skalpell und rubbel es damit durch. Medizinische Duels. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe immer noch echt keine Ahnung. Das ist garantiert unter irgend so einer alten, modrigen Sitzbank da versteckt. So ein richtig schöner Bolzenschneider. Und den sollen wir jetzt suchen. It's painted over. It's painted over. It's painted over. It's painted over and over and over. A wheelchair. It's painted over. Können wir dafür vielleicht den blutigen Schlüssel benutzen? Nö. The cabinet is locked. Vielleicht. Alles leer, alles nutzlos, alles leer. Alles leer, alles nutzlos, alles leer. Alles leer, alles nutzlos, alles leer, leer. Geht da durch.
Hier können wir, glaube ich, auch nichts Neues machen. Haben wir das da hinten schon mal. Only three books here. The Way of the Modern Family. Family and Medicine. Hat uns sehr viel gebracht. Books are empty und leer. Ich werde jetzt gleich einen kleinen Heulkrampf bekommen und werde dabei ausrasten und werde hier alles zerstückeln und die Menschen fressen, die ich sehe, auch diesen kleinen Jungen. Wir werden diesen kleinen Jungen fressen. Oder so. Oder so. Oder so. Lost and found on the top. Look inside. There's lots of garbage. God and peace. Ein Stück. Wow. E-Peace. A cardbox. It says lost and found on the top. Können wir nochmal reingucken? Nein, können wir nicht. Immerhin haben wir ein weiteres Stück gefunden. Und das bringt uns jetzt nicht viel. Wir brauchen nämlich noch die anderen Stücke. Wahrscheinlich dürfen wir hier wirklich jedes Drecksviech durchsuchen. Und brauchen dafür noch Monate. Ich bin eigentlich schon längst über der Zeit, wo ich aufnehmen wollte. Ich wollte eigentlich immer so zwischen 10 und 15 Minuten aufnehmen. Aber wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Aber diese Etage schauen wir uns gerade nochmal hier an. Ob wir hier noch irgendwie was Brauchbares finden unter den Tellern oder so in den Gläsern. Stain it white ups. Dirty dishes. Stain it cups. Okay. Dirty teacup. Oh, there's something in there? Oh, ein L-Pipe. Jetzt haben wir schon 4 Stück, ne? Okay, dann wird hier auf der Ebene, denke ich, nichts mehr sein. Die Dosen hatten wir ja schon mal. Dann gehen wir gerade eben nochmal da hoch. Ganz kurz gehen wir da noch hoch. Ich weiß, es sind schon wieder 17 Minuten und 8 Sekunden. Aber wir wollen das rausfinden. Okay. Sprechen wir halt das Buch nochmal an. Blablabla. Ist da irgendwie was? Hat sich da was verändert? Nein. Okay, gut. Vielleicht ist in den Katzen noch was drin. In den Katzen. Ja, in den Katzen. Dead animals. Devil. Okay, hat sich nichts verändert. Okay. Okay, hat sich immer noch nichts. Oh, tut mir leid, Fluffy. Aber da muss sie jetzt durch. Du wolltest mit uns mit. Und mein Hals tut weh. Jo, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Dann gehen wir jetzt noch in den einen Stock hoch. Ein Stock gehen wir noch hoch und gucken uns da noch um. Mehr, aber auch nicht mehr. Weil dann reicht es eindeutig für die Folge, denke ich mal. Und zwar gucken wir hier noch in den Mülleimer. Nichts, dann gucken wir hier rein. Nichts, dann gucken wir da rein. Nichts, dann gucken wir unter den Tisch. Nichts, dann gucken wir die Uhr an. Nichts, dann gucken wir das an. Nichts, dann gucken wir den Schuh an. Nichts. Leer. Leer. Und hier ist irgendwas drin. Läuft auf Diaries. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Hat sich immer noch nichts verändert. Very wonders kind of this happens a lot. Fluffy, what's that? A storybook? No, is it not? Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hier hin, trinken unseren Tee und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!